Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Irgendwie bin ich mit dem letzten Part nicht ganz so sehr zufrieden. Da habe ich eigentlich bloß hier irgendwelche Scheiße gebaut. Wie auch immer, Schüler dagegen pendeln zu den Schulen in Flasche. Ja, das soll vorkommen. Ich habe sogar gestern, weil wir ja weiter jetzt die ganze Zeit keinen Twitter sitze. Ich schätze mal, es wird erst mit nächstem Jahr wieder was mit Twitter sitze. Ich hoffe wirklich direkt zu Beginn nächsten Jahres, aber wir werden mal schauen. Ich kann es jetzt noch nicht voraussagen. Wo war ich? Genau, ich habe gar nicht darüber geredet, dass... Warum fahren die alle da so komisch rum? Sind die Straßen nicht miteinander verbunden? Doch, doch, sind sie. Da ist gerade einer so rübergefahren. Ich finde das da voll cool, das so gebaut zu haben. Ja, irgendwie hatte ich das beim ersten Mal bei meiner anderen Stadt. Das hat nicht so funktioniert. Da konnte ich keine Teile da drunter bauen. Es kann sein, dass das bloß bei diesen großen Straßen geht. Aber boah, ich bin so cool. Ich fühle mich so toll, dass ich diesen Tunnel gebaut habe. Oh, ich habe einen Tunnel gebaut. Oh, kann ich durch den Tunnel durchkommen? Kann ich durch den Tunnel durchgucken? Nein. Ach, schade. Schade. Aber ich finde das cool, dass ich einen Tunnel habe. Finde ich schon mal echt ganz cool. Ich gucke immer noch, dass hier irgendwo ein Mediamarkt aufmacht, weil ich habe mir an sich dieses DLC runtergeladen mit dem Mediamarkt. Apropos, kann ich jetzt eigentlich... Ja, ich kann endlich mein erstes Casino bauen. Wo ich das denn hin? An den Tunnel! Ja, an den Tunnel! An den Tunnel! Ja. Da haben die Leute auch viele Möglichkeiten, wie sie da hinfahren. So. Zigtausend Möglichkeiten. Da sollte kein Stau entstehen. Hoffe ich doch. Hoffe ich mal. Wir haben hier eine Spielhalle und ich hoffe, die schaffe ich jetzt sehr gut auszubauen. Ich kann ja schon mal ein Schild hinbauen. Yeah! Okay, nee, dann müsste ich hier... Na gut, doch. Yeah, wir haben ein Schild! Und jetzt sollte ich erstmal so überlegen, das wird eher sowas für die untere Einkommensschicht. Also günstige Zimmer... Und Münzautomaten, die ich hier so hinstelle. Gucken wir mal, ob das was wird. In diesem Casino. Ich versuche ja mal mich wieder an eine Casino-Stadt, auch wenn ich mir gerade, wenn ich mir so meine Straßen angucke, nicht gerade so darüber nachdenke, ob das eine gute Stadt wird. Aber schauen wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es beendet habe, dass ja Pokémon Bank seit gestern erhältlich ist. Die Japaner haben es ja schon seit letzten Dienstag. Ne, Mittwoch. Letzten Mittwoch. Ja, letzten Dienstag war Heiligabend. Seit dem 25. Also letzten Mittwoch. Wir erst seit letzten Freitag. Mann, da habe ich mich dann sogar noch so darauf vorbereitet. Oh, guck mal, was für... Guck mal, wann der Part dort sein könnte. Guck das mal nach. Und dann habe ich vergessen, über Pokémon Bank zu reden. Dabei wollte ich über Pokémon Bank reden. Hohe Nachfrage bei den Touristen. Als die Transportmittel derzeit bewältigen können. Es müssen öffentliche Verkehrsmittel her. Ja. Finde ich auch. Nee, Krankenhaus. Nee, brauchen wir nicht. Ich weiß, dass da sowieso nur Dr. Wu. Straßenbahn brauche ich nicht, aber Züge. Züge, da könnte ich eigentlich hier da komplett das Schienennetz ausnutzen. Oder? Lohnt es sich, das Schienennetz dort komplett auszunutzen? Vielleicht will ich ja noch so ein anderes Teil. Ah, ich brauche... Ah, ich habe zu wenig Simoleons. Ah, was ist denn das? Was soll denn das? Kredit aufnehmen. Los. Boom. Yeah. Jetzt muss ich das noch... Muss ich das noch mit dem hier... Also wartet. Zu spitzer Winkel. What the fuck? Na, Moment. Ich sehe schon. Da. Überlappung. Oh, ich muss... Ganz ehrlich, ich muss hier, glaube ich, erstmal was abreißen. Nein, das wollte ich gar nicht abreißen. Na egal, vielleicht kann ich jetzt besser bauen. Genau, das läuft jetzt... Das läuft erstmal so. Perfekt. Damit hier das jetzt so da entlang laufen kann. So, jetzt sind wir hier mit einer Straße verbunden. Perfekto. Stimmt, wir brauchen Polizei.
Wir sind hier schließlich eine Casino-Stadt. Oh, wir brauchen echt eine Feuerwehr. Oh mein Gott, wir brauchen echt eine Feuerwehr. Die Polizei setzt sich aber auch mal hier in die Nähe des Casinos. Ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Was wollt ihr denn? Ja, nee, danke. Wir brauchen keine Arkologie. Wir haben schon einen internationalen Flughafen. Was soll ich da eine Arkologie? Mein Gott, ist hier gerade... Ja, Bommel schreibt uns gerade frohe Weihnachten. Werde ich ihm auch mal direkt antworten, auch wenn es etwas verspätet ist. Dir auch frohe Weihnachten. Also nicht verspätet ist. Du siehst es ja dann, wenn du diesen Part guckst. Weil, ein bisschen, ja, halt. So, aufgenommen. So, jetzt haben wir hier genug frohe Weihnachten gewünscht. Ist zwar jetzt schon hier für euch vorbei. Für mich aber noch nicht. Und reißen wir erstmal hier alles ab, weil alles abgebrannt ist. Können wir nicht irgendwie Feuerwehr aus anderen Städten uns kaufen? Nee, wir können die bloß zur Verfügung stellen. Yeah. Das heißt, ich muss mir auch noch eine Feuerwehr bauen. Ugh. Alles muss man hier machen, nur weil die alle zu dumm sind und sich alles anzünden. Ja. Dumme Sims. Wo packe ich das jetzt hin? Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich packe mir das nämlich hier hin. Perfekt. Ich wollte die Teile ja sowieso nicht behalten. Ach, jetzt wollt ihr auch noch einen Yachthafen? Den will ich aber nicht. Ich will jetzt keinen Yachthafen. Nicht Yachthafen. Boothafen. Yachten sind zwar auch Boote, aber nicht jeder hat eine Yacht. Ach, okay, jeder hat auch nicht ein Boot. Fährenhafen, naja, von mir aus. Fährenhafen passt da schon, glaube ich, eher. Den packe ich mir irgendwo dahin. Ich merke schon, ich habe hier nicht sehr viel Platz. Und wenn ich mir da angucke, was ich hier schon für eine schön lichterloh brennende Stadt gebaut habe. Yeah. Habe ich gut gebaut. Bauen wir ein paar Garagen hin. Hier könnt ihr auch noch ein paar Garagen hinbauen. Was wollt ihr denn? Hier reichen nicht alle Brände. Wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Ja, die habe ich euch doch gegeben. Jetzt los. Boah, meine Stadt brennt aber. Die brennt wie Zunder. Oh. Ich muss mal die Steuern erhöhen. Bringt mir auch relativ wenig gerade. Ich hoffe, das wird wieder mehr, wenn ich die ganzen Gebäude abgerissen habe. Hier mal lieber drehen, vorsichtshalber, bevor ich da irgendwie oben was abreiße. Das wäre verdammt scheiße. Diese Stadt ist pleite. Ja, toll. Ja. Starten Sie mit einer neuen Stadt. Oh, guter Plan, ja. Danke. Erhöhen Sie die Steuern, legen Sie Gebäude still. Okay, da wir jetzt derzeit noch nicht sehr viel Verbrechen haben. Und ich hier noch ein paar Gebäude abreißen muss. Überall diese Brände, aber wir echt ein Problem mit Bränden haben. Lege ich erst einmal... Wo hab ich die denn da? Lege ich erst einmal auch die kostet plus 400 Simoleons die Stunde. Ihr reicht auch noch nicht aus. Hoffentlich baut er jetzt schnell wieder neue Städte. Aber mein Casino bringt so viel Profit. Was mache ich da? Da muss ich die Steuern ja noch mehr erhöhen. Reicht erstmal. Ja. Behalten Sie Ihr Budget im Auge. Es lag ja bloß jetzt daran, dass die ganze Stadt abgebrannt ist. Der große Brand von 2013. Ende 2013. Ja, schauen wir mal. Moment, welchen Tag haben wir? Samstag. Ich werde auf jeden Fall, also auf jeden Fall wird noch bis... Wann ist eigentlich Silvester? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Wann ist Silvester? Wir haben jetzt den 28. Oh, Dienstag ist Silvester. Ja, wir werden mal schauen. Ich werde auf jeden Fall noch bis morgen vorbereitet haben. Und da wird auf jeden Fall auch noch SimCity hier anstatt Twitter zu laufen. Darf ich? Oh, stimmt, ich hätte mal wieder die Geschwindigkeit hochstellen sollen. So, geht doch. Das verdienen wir auch. Weitaus mehr wieder. Das ist
Könnte ich auch wieder... Na gut, euch brauche ich sowieso gerade nicht. Aber da ich ja noch mehr Touristen brauche, könnte ich den Bahnhof für Personenverkehr wieder einschalten. Mhm. Ja, ich weiß, was ihr wollt. Ja, ihr hättet gerne einen Busbahnhof. Habt ihr mal auf unsere Kohle geguckt? Wie soll ich einen Busbahnhof? Wir können uns gar keinen Busbahnhof leisten. Das geht ja gar nicht. Können wir es überhaupt nicht leisten. So, ich könnte hier ein paar mehr normale Gebäude hinbauen. Geht doch hier, damit ein paar Leute darin wohnen. Oh, wir haben... Und ein Mörder aus Flasche ist im... Wieder wegen eines Brandes, aber wenigstens brennt es jetzt normal nicht mehr hier. Das ist schon mal vorteilhaft. Puh, ich habe gerade echt Panik gehabt, dass ich das aus Versehen abgerissen hätte. Das wäre kacke gewesen, wenn ich das so abgerissen hätte. Den Highway. Der hier irgendwie so gar nicht benutzt. Wow. Das sieht nur so komisch aus. Oh mein Gott, sieht das dumm. Oh mein Gott. Wunderbar grafische Glitches. Da haben sie sich echt bemüht. Da haben sie sich echt bemüht bei diesen grafischen Glitches. Wie ein Gebäude mitten in der Straße steht und alles, ja. Also die Ebenen und so, damit kommt das Spiel ja überhaupt nicht klar. Das ist ja mal... Ah, nee. Da kommt das Spiel echt überhaupt nicht klar. Yay, wir haben eine Feuerwehr. Wuhu. Ich sollte ein paar Parks aufstellen, damit die Leute glücklicher werden und ihre Häuser vergrößern. Kommt, irgendwo stelle ich jetzt ein Volleyballfeld hin. Hier. Perfekt. Und ein Skatepark. Wo passt ein Skatepark gut hin? Ich denke... Ja doch, hier passt der sehr gut hin. Passt. So, jetzt sind die Leute hier hoffentlich sehr glücklich und bauen alle deren Häuser aus. Oder auch nicht. Ich hoffe doch sehr, damit wir noch bald viel mehr Leute in unsere Stadt kriegen und die alle Glücksspiel spielen. Heutiger Profit fast 20.000 pro Tag. Ah, das ist schon nicht schlecht. Leider verlieren wir auch sehr viel, nicht sehr viel, aber wir verlieren einiges durch Betrug. Aber ich finde schon mal gut, dass wir mehr durch unsere Spezialisierung einnehmen, als wir ausgeben. Das ist schon mal sehr gut. Schockierender Mord lässt Zweifel an der Polizei aufkommen. Oh nein. Dieser Mord, der so schockierend ist. Der, keine Ahnung. Ich werde mal gucken. Habe ich den Part für morgen. Weil irgendwie habe ich jetzt nicht noch sehr viel Lust, noch einen Part hier dran zu setzen. Ich meine, ich nehme das hier gerade an Heiligabend auf. Ich habe jetzt gerade irgendwie echt... Also am Abend von Heiligabend, eigentlich ist schon der nächste Tag, eigentlich schon der erste Weihnachtsfeiertag, so spät wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr gerade, als ich im Origin-Teil war, dann Uhr gesehen habt. Bei Steam ist ja immer eine Uhr, bei Origin weiß ich nicht, weil ganz ehrlich, ich benutze Origin bloß, weil ich es brauche zum SimCity-Spielen. Muss ich da was abreißen? Warum sind die jetzt schon wieder zu viele Opfer? Brand, 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 Brand. Okay, ganz ehrlich, unsere Feuerwehr kommt nicht damit klar. Aber sowas von nicht. Und ich habe trotzdem zu wenig Simoleons. Wie könnt ihr euch eigentlich alle so stark verbrennen? Wie könnt ihr eigentlich so alles hier so in Brand stecken? Seid ihr so blöd? Echt mal. Schauen wir mal. Brände außer Kontrolle. Ja, aber wenigstens das Glücksspiel. Ich komme mit leeren Taschen heim, hab mich aber köstlich amüsiert. Das ist gut. Ist ja vor allem gut, dass wir diesen internationalen Flughafen haben. Im Betrieb. Und dadurch haben wir dann Vorteile. Bisher, glaube ich. Ja. Ist im Betrieb. Ich sehe nur gerade irgendwie keine Vorteile für Ordersburg. Also, weil die so für die mittlere Einkommensschicht, ja, da sind wir ja noch gar nicht. Wir haben noch kein Interesse für die mittlere Einkommensschicht. Derzeit. Ach, ich muss wohl doch wieder noch einen kleinen Kredit aufnehmen. Von 25.000. Schauen wir mal. Jetzt können wir nämlich hier noch ein weiteres Fahrzeug holen. Und dann schaffen wir das hoffentlich endlich alle Brände einzudämmen. Mit mehr Fahrzeugen. Es ist ja nicht zum Aushalten, wie viel hier alles abbrennt. Was soll denn das?
Das war bisher in keiner meiner Städte so schlimm. Ehrlich. Schlimmer ist echt noch in keiner meiner Städte. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß echt nicht, warum das jetzt alles so stark brennt. Oh, irgendwo haben wir Trümmer. Ich bin echt gerade nur am Planieren. Guck, überall Feuer und die Feuerwehr schafft es nicht. Oh, der ist mal wenigstens verlassen gewesen wegen zu vielen Verbrechern. Aha. Stehen auch alle so back-to-back die Häuser. Das ist kein Wunder, dass das Feuer sich so leicht ausbreitet. Aber die Feuerwehr schafft es halt... Boah, überall nur Feuer. Ich möchte schon meinen, dass das Spiel mich verarscht. Kann's ja echt nicht sein. So viel Feuer. Also irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist massig kaputt, das muss ich echt sagen. Irgendwas stimmt hier, aber gewaltig nicht. Ich bin hier ja wirklich bloß gerade am Planieren, weil sobald ich irgendwas planiert habe, kommen ja schon wieder sieben neue Häuser, die planiert werden müssen. Und Bommel scheint sich über Origin aufzuregen. Kann ich irgendwo nachvollziehen. So, jetzt sehen wir... Wow. Ja, ich wollte hier eigentlich auf... Wow. Wow, jetzt sehen wir eigentlich... Ah, jetzt habe ich gerade ein Haus abgerissen, was gar nicht abgerissen werden sollte. Das Haus, was mitten in der Stadt, mitten in der Straße gebaut ist. Das muss weg. So. So. Sieht gut aus. Wir haben derzeit kein Feuerchen und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Jetzt kann ich mich nämlich gar nicht über dieses Casino freuen. Ich sehe gerade auf die Uhr, wir müssen langsam Schluss machen. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann!